So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play X Beyond the Frontier mit Schulle hier auf meinem Kanal. Ist klar, bei wem auch sonst. Wir haben in der letzten Folge Kristalle gekauft, nachdem wir dort einen strategischen Rückzug angetreten haben. So möchte ich es ganz gerne nennen. Es war keine Feigheit, es war ein strategischer Rückzug. Das möchte ich hier nochmal ganz klar festhalten. Ja, wir fliegen jetzt wieder zurück zu unserem Sonnenkraftwerk in Profitbrunnen. Bringen dort ein paar Kristalle hin. Gerne eine Runde, auch mal ganz wichtig. Und werden dann mal schauen müssen, was wir dann als nächstes so machen. Haben wir hier eigentlich schon mal? Gibt's jetzt. Hallo? Ach ja, muss man alles sagen. Ach ja. Also ich freue mich ganz ehrlich schon auf die nächsten X-Teile. Tiladi Fledermaus. Weil man da viel mehr Möglichkeiten hat. Naja. Aber jetzt machen wir das hier noch zu Ende. Ich denke mal, das werde ich ja gut heute nicht komplett durchreißen. Aber so 10 Folgen könnte ich mir schon vorstellen, heute aufzunehmen. Die dann nachher noch wegzurendern. Und dann nochmal ein paar aufzunehmen. Weil ich mich das Spiel halt auch mal fertig haben müsste. Hier X2 und so weiter, das macht so viel Spaß. Auch durch die Steuerungsmöglichkeiten, die man hat. Die sehr viel Komfort mit reinbringen. Was man hier jetzt nicht genau oder nicht ganz so gegeben hat. Muss man mal ehrlich sagen. Sonnenkraftwerk erfasst. Schalalalalala, der ist da. Hier ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Heißt hier positiv? Das ist meine Fabrik, und da werde ich wohl andocken können, wann ich will. Also da müssen die anderen warten. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Das ist doch nicht euer Ernst hier. So. Ach ja, so, und da sind wir auch gleich drinne. Ich will noch mal kurz ein bisschen Gas, damit es nicht so lange dauert. So, wird. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Kristalle transferiert. Geld überwiesen. Haben wir schon mal Profit gemacht. Und jetzt müssen wir noch mal zurückfliegen. Warte, wo ist es? Da ist es. Ui. So, und Gas geben. Hier. Die docken jetzt alle bei meinem Sonnenkraftwerk an. Ist ja cool. Da kann ich ja damit richtig Geld rechnen. Kein Ziel. Natürlich habe ich ein Ziel. Erzähl doch nicht so einen Schwachsinn, Alter. Ich bin hier auf dem Weg zur Kristallfabrik. Du sagst kein Ziel. Das ist ja eine ganz lustige Computerstimme. Tor, ich komme jetzt hier nicht mehr. Ich habe mich gespeichert. Ja doch, hat mal gespeichert. Da, vor Ort. Naja, dann ist ja okay. Dann würden wir ja nur eine Strecke verlieren. Maximal 2. Das ginge ja noch klar. So. Also was steht jetzt so als nächstes an? Aufgrund der letzten Folge ganz klar jetzt erstmal mit größter ja, Priorität das Aufrüsten unseres Schiffes. In Bezug auf Waffenfähigkeiten. Das ist ganz wichtig jetzt für mich, weil sowas möchte ich hier nicht nochmal erleben. Ich möchte schon hier in jedem Kampf die Obermacht Oberhand haben. Zumindest in dem Spiel hier, weil die Steuerung. Ach du Scheiße. In Gegner. Tiladi Gaia erfasst. Hat er das auf mich abgesehen? Nimm den Tiladi, der ist viel schmackhafter. Genau. Kein Ziel. Ja, nun nimm doch hier die komische Fabrik da, Alter. Kristallfabrik Alpha erfasst. So. Ich guck gerade parallel, wo man die 25 Megawatt Schilde herkriegt.
bei den Split. Sehr schön. Mit denen sind wir ja, glaube ich, schon angefreundet, wa? Herrlich. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld noch in die Hand nehmen. Oh Mann. Also, Ziel wird es jetzt sein für diese Aufnahmesession. Wartet, jetzt lass mich lügen. 699. Sagen wir mal 700.000. 1.900.000 Geld zu akquirieren. Damit man dann gleich mal. So, positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Damit man dann gleich mal eine Hauruck-Aktion hat und alles auf immer verbessern kann. Das wird natürlich sehr umfangreich. Aber ich denke mal, durch unsere Fabriken, die wir da drüben haben, vor allem die Sonnenfabrik, die ja gut angenommen werden, sollte das ganz gut klappen. Eigentlich. Verbindung also sagen wir mal 2 Millionen brauchen wir. Ja? Kristalle gekauft. Einfach mal 2 Millionen. Das ist ja nun nicht der Hit. Oder machen wir. Nee, wir machen es mal anders. Wir teilen uns das mal auf. In 1 Million. Dann holen wir uns das erste Schild und die erste Waffe. Und dann nochmal 1 Million, da holen wir uns dann die zweiten Dinger. Da sind wir nicht ganz so schutzlos erstmal. Für den Anfang hier. Oder wir fliegen rüber, wenn wir schon mal. Ah. Müssen wir mal gucken. Also ich will da jetzt noch gar nicht sagen, wir machen das jetzt so. Fertig, Punkt aus. Sondern dann eher mal so als Orientierung. Wir brauchen jetzt halt 2 Millionen, bis wir die Möhre hier richtig geschützt haben. Dann brauchen wir ja an sich auch noch diese Wendedinger. Diese Wendefertigkeit. Wie heißt denn hier? Wartet. Steuer die. Nee. Steuer nicht. Tor, Profitbohnen. Ruderoptimierung brauchen wir ja dann noch. Und die Triebwerkstunings. Die. Ah, hier sind. Ja. Die dann auch noch mal ganz viel kosten. Piraten benutzen oft dran. Der lohnt sich. Alter. Teladi Gaia, erfasst. Tor, Raumsprit. Teladi Gaia, Raumsprit. Teladi Gaia, Raumsprit. Da war's Tor. Gut, wo ist denn das Tor? Ach, da ist das Tor. Gut, Rinder. 200 Credits ist aber auch ganz schön lame, wa? Wie sieht das aus? Bin ich jetzt hier schon irgendwie. Ja, Split-Kreatur, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Zurückgelegter Weg, oh Mensch, schon mal 6282 Kilometer. Treffereffizient Raketen, okay. Wir sollten uns vielleicht um Raketen zulegen. Weil die nehmen natürlich wieder Laderaum weg. Da sind immer so die Krux dabei. Je mehr Verteidigung man aufbaut, umso weniger Profit kann man machen. Was auch immer so der Grund ist, warum Verteidigung nicht so. Unbekanntes Xenon. Das Xenon M ist ein. Och, naja, wenn es nämlich mehr ist. Oder hier nur als Großes angezeigt. Da dachte ich jetzt, das ist noch ein Großes. So 25.000, ne? Ziel in Feuerreichweite. Juhu! Fight! Des Vorsitzenden Keo. Das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 500 Credits. Ja, 500 Credits bekommen. Wuhu! Und die Genugtuung, da ich auch so ein Kampfschiff zerstören kann, wenn es nicht zu stark geschildert. Was natürlich auch vorkommen kann, ist klar, aber naja. So, naja. Dann gucken wir doch mal, was kommen wir denn.
denn hier noch alles machen? Also die 700.000 für die Gamma-Energie-Plasmawerfer, die, denke ich mal, sind es wert. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Da haben wir schon wieder 38.000. Sehr schön. Ja, und 230.000 für die Schilde sind, denke ich, auch mal gerechtfertigt. Ich werde jetzt hier versuchen, Sonnenkraftwerke erzeugen. Hier erstmal ganz viele Kristalle drin zu lagern. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Und dann, wenn ich weg bin, um mir die Schilde zu holen. Also ich denke mal schon, dass wir erstmal das Schild uns holen. Weil die Schilde, das ist, denke ich, jetzt am Anfang mal ein bisschen sinnvoller, als gleich die Waffen noch mit nebenbei und naja, mal gucken. Ich meine, wir könnten auch erstmal die Beta-Energie-Plasmawerfer uns kaufen, fahren dann. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Die kosten Energie sehr viel weniger. Geld überwiesen, ja. Kristalle transferiert. 157.000. Kristalle sind von großer Bedeutung für die Herstellung verschiedener Waffen. Dann können wir ja mit Janusz anfangen, richtig. Also müssen wir dann nochmal ein bisschen rumfliegen. Warte mal. Ach komm, holen wir noch eine Tour. Was soll's denn? So. Gut. Dann kommen wir ja zur Not wieder vom Sonnenkraftwerk zur Raketenfabrik da hoch. Oder zur Laserfabrik. Ne, die produziert Laser, da. Einfach mal da hoch und runter fliegen. Kein Ziel. Um dann recht schnell an Geld zu kommen. Aber ich möchte halt erstmal irgendwie, dass dort die Kristalle recht zahlreich sind, sodass man da erstmal ein bisschen Ruhe hat mit dem Tor, Übereier. Großer Profit erfasst. Wir könnten natürlich auch noch eine Station gucken. Genau, das gucken wir dann mal bei der Rücktour. Gehen wir nochmal ans die Schiffswerft andocken, gucken, was es dort zu kaufen gibt. Erreiche System, und großer dann Profit. Das Mammut holen, also den Stationstransporter. Im Prinzip, um dort dann eventuell noch eine Station irgendwie zu erhalten. Vielleicht packen wir die dann auch hier rein, ich weiß es noch nicht so genau. Was haben wir denn hier? Oh, da vorne ist ein Gegner. Geh schnell. In der Richtung. Ja. Da ist er. Unbekanntes Xenon-Schiff erfasst. Das Xenon-Schiff können wir uns gleich in Einzelteilen angucken. Ziel in Feuerreichweite. Im Namen des Vorsitzenden Geo, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 100 Credits. Nur so was. Kristallfabrik Alpha erfasst. Man könnte natürlich auch einfach mal Sektoren abbinden, ein bisschen, nebenbei. Aber ob das jetzt hier so spannend sein würde, wage ich noch zu bezweifeln. Hier ist positiv. Bitte so, docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Turbo aktiviert. So, ja, das sollte jetzt reichen. Beziehungsweise mehr dürfen wir jetzt wohl gar nicht beschleunigen. Ja, wird drin gedreht. Herrlich. Kann er. Andockmanöver. Ach ja. Ich kann euch schon mal so viel sagen, das ist mittlerweile der weiteste Spielstand, den ich hier in X Beyond the Frontier gezockt habe. Danke euch, dank eurer Teilnahme hier an diesem Projekt. Und jo, macht Spaß.
ist natürlich scheiße, wenn man jetzt ein Spiel spielt, wo man schon einen Nachfolger gespielt hat. Das mache ich eigentlich recht ungern. Ich werde es jetzt bald bei Far Cry machen und bei Assassin's Creed. Da habe ich jetzt Assassin's Creed 2 hier. Einfach mal so ein Tastenklaus-Spiel wieder für mich. Weißt du? Mal gucken, wie sich Assassin's Creed von 2 zu 4 entwickelt hat. 4 kennen wir ja nun schon mit den Schiffen. Teladikaya. Wieso ja, früher Spiele weiß ich mal, da kommt wieder bald Spiele drin. Aber. Teladikaya. Das ist so ein Geier, Alter. Kein Teladi. Du wisst Bescheid. Was wollte ich denn sagen? Ja, das habe ich dann dankend mitgenommen, das Spiel. Und werde da jetzt auch mal irgendwie gucken, dass ich da noch ein paar Folgen aufnehme. Da wird dann vielleicht Assassin's Creed 4 und 2 parallel nebeneinander laufen. Weil ich Assassin's Creed eigentlich jetzt auf so einen Tagesslot legen möchte in der Planung. Genauso wie auch wieder X-Men on the Frontier. Erreiche System Profit Warning. Was einfach dem geschuldet ist, dass ich halt momentan sehr viele Spiele wieder spiele. Und ja, nicht hier irgendwie am Tag 5, 6 Videos hochladen kann. Das klappt nicht. Dafür ist die Leitung zu schlecht. Ich würde es gerne machen, bin ich ganz ehrlich. Mir macht das einfach nur unheimlich Spaß, aber ich muss halt mich so auf 2 bis 3 beschränken, damit ich auch mal gut von zu Hause was hochladen kann, weißt du? Und von zu Hause hochladen ist natürlich immer ein bisschen sehr, sehr langsam. Zumal heute schon wieder, also 3 Tage spielen jetzt schon wieder das Internet, ich glaube, ich werde dann nachher mal anrufen und dann mal wieder die Hölle heiß machen. Das ist einfach nicht normal, also, wenn es auch nicht woran das liegt, also... Sonnenkraftwerk erfasst. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Man findet sie überall. Rollen? Gibt es nochmal welche anderen? Was ist hier mit dem Schiff da rechts? Ach, das fliegt weg. Super. Hier ist der Positiv. Bitte docken Sie an, naja, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht eventuell die Herzbergwerke da unterstützen in ihrer Arbeit. Weil man dann erstmal ausrechnen müsste, wie viel Geld bekommen die dann pro Erz, wenn ich sie liefer? Und wie viel Geld bekomme ich? Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Kristalle so transferiert. Aber Energiezellen sind noch nicht mehr voll. Sehr ärgerlich. Da läuft noch ein bisschen was voll. Komm, wir gucken jetzt mal kurz bei den Erzbergwerken hier. Warte mal, rechts. Was ist das hier? Erzmine erfasst. Oh, guck mal, 88.000. Naja, lassen wir das jetzt. Nee, wa? Wir nehmen uns schon was mit weg. Unser Eingang ist von hinten. Von der Rückseite. Von hinten klingt es ein bisschen equest. Tut mir fast leid. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld hatte ich in denen gelassen? Ich würde sagen, ich hole mir einfach mal was, so dass 50.000 übrig sind. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So. Ganz elegant angeflogen. Nun machen wir mal so, dass es aussieht, als wenn es so muss. Andockmeldung. Alles rot. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Geld ja überwiesen. Schon 182.000. Das ist so herrlich. So, Gas geben. Dann kommen wir mal bei der Siliziummine noch vorbei. Die ist da. Die sagt. Na? Siliziummine. Siliziumminen werden auf kleinen Asteroiden gebaut, die zuvor auf ihren Siliziumgehalt untersucht. Gut, docken wir doch da mal an, holen wir uns mal Silizium und dann gucken wir mal, wo wir Silizium überhaupt loswerden.
Nee, warte mal, wir wollten ja hier erstmal die Schusswerft uns angucken, wegen Kristallfabrik, ne? Da war ja was. Till, Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an Ressourcen und wegen des unglaublichen Arbeitsaufwandes, der hierfür betrieben werden muss, unterhält jedes Volk nur ein... Pass mal auf. Ja, komm. Scheiß drauf, wir kaufen uns jetzt eine Raketenfabrik. Habe ich mal Lust drauf. Ob es hier so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich habe da wirklich Lust zu und dann machen wir das mal. Da können wir dann ganz viele Raketen vielleicht produzieren, die wir dann weiterverkaufen können, beziehungsweise die müssten sich ja eigentlich auch von selbst verkaufen, die Raketen. So. Kapitäner Pilot! Kapitäner Pilot! Hilfe für Transport? Sie haben ein gutes Geschäft gemacht! Ja, ist schon wir gut. Folgen Ihnen und rechnen an jedem Tor an! So, dann da. Teladi Schiffswerft. Alpha erfasst. Wir wurden gescannt von Teladi Fledermaus. Das können die aus Schiffswerft verpflichtet ergeben. Normalerweise kriegt man da ja eine Nachricht. Ich diesmal nicht, okay. Merkwürdig. Ich warte immer noch auf die Nachricht. Ich finde klar die Fledermaus. Ist vielleicht schüchtern. Kann ja sein, ne? Er ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Okay. Ja, mach doch mal grün. Hallo. Dauert immer. Toll. Nun habe ich hier so ein riesen Mauspad und bin nur an einer Ecke hier am Spiel. So, scheiße. Also wirklich groß. Der Mauspad ist über A4 groß. Im Namen des Vorsitzenden Geo, das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit mit jemandem wie... Mit jemandem wie Ihnen? Ich meine alles. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sag mal was dazu. Sag mal was zur Raketenfabrik. Diese raumgestützte Raketenfabrik stellt Raumraketen des Typs Hummel her. Die Hummel kombiniert die neuesten Errungenschaften der Quantumtechnologie mit Gefechtsköpfen, die sogar schwer gepanzerte Ziele zerstören können. Hummel? Nee, Hornisse war glaube ich das Stärkste. Panzerungsfertigung? Diese Fertigungsanlage stellt den grundlegenden 1-Megawatt-Schild her, der bei allen kleineren Kampfschiffen und Transportern eingebaut wird. Schilde sind von entscheidender Bedeutung für das Überleben im Raum. Sie schützen das Schiff sowohl vor dem Einschlag kleinerer Objekte, zum Beispiel Computerwerk? Ein Computerwerk stellt sowohl komplette Computersysteme als auch individuelle Computerkomponenten her, die im gesamten Universum sehr begehrt sind. Hier werden auch die spezialisierten Computersysteme hergestellt, die man in Raumschiffen und Waffensystemen findet. Chipwerk? Chipwerke produzieren Mikrochips, die wichtigsten Bestandteile in allen Computern. Normalerweise befinden sich diese Werke in der Nähe von Computerfabriken. Ein ständiger Strom von Transportschiffen pendelt zwischen diesen Einrichtungen. Die Chips werden aus Siliziumscheiben gefertigt, die mit speziellen Beschichtungen versehen werden, um die benötigte Leitfähigkeit herzustellen. In einigen speziellen experimentellen Chips wird seit neuestem Majaclet verwendet, um eine superleitende Beschichtung zu erhalten. Mhm. Nach ihrer Fertigstellung werden die Chips zur Weiterverarbeitung an die Computerwerke geliefert. Ja, ich sag mal, wir müssen ja hier irgendwie mal was aufbauen, also würde ich fast sagen, wir nehmen mal dieses Chipwerk. Chipwerk gekauft. So. Teladi Kaya, Silizium, Asteroid. Teladi Handelsstadt, Asteori, Teladi Gaia, Split, Teladi, Teladi Albatros, Kapitän am Pilot! So?
Wie können wir herladen und ab? Wünschen Ihnen noch weitere gute Geschäfte. Steht die jetzt genau vor der Schusswerft? Scheiße. Naja. Was soll's. So. Dann wollen wir mal andocken. Oh, warte. Ja. Sie liegt hier. Teladi Gai. Teladi Split. Teladi Fledermaus. Astio Traumfabrik. Erfassen. Will doch mal das Ding hier aus. Schiffwerk. Hier im Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Oh, weh. Das war ja jetzt hier im Kauf. Das so sinnvoll war, das werden wir noch rausfinden. Aber man muss ja hier ein bisschen rumprobieren, ne? Ach ja. Andockmanöver erfolgreich. Willkommen zu Hause Hanbau. Lässt Chip werden. Das Problem ist halt, dass wir mit dieser Raketenfabrik, da haben wir hier in einem Sektor. Laserfabrik haben wir hier im Sektor. Ach du Schande. Unzureichende Geldmittel. Und da kriegen wir zwei. Geld überwiesen. Dann machen wir das mal so. Dann können wir die ersten Rohstoffe kaufen. Wir können hier vielleicht mal andocken, mal gucken. Aufgrund der Tatsache. Jo. Sehr schön. Hier ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Aufgrund der Tatsache. Also Sumpfpflanzen, 400 Stück haben wir da noch. Oder was sagen die, nehme ich gleich mit. Verkauf die, ja. Ich meine, ich brauche jetzt auch Geld, ne? Das ist ja... Andockmann. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, ne? Der hat ja auch nicht mehr viel Energiezeit im Lager. Sie können festlegen, zu welchem Preis andere Fabriken und ihre Transporter ihr Produkt kaufen können. Wenn ihr Preis wettbewerbsfähig ist, neuer Preis gewählt. Sumpfpflanze transferiert. So. Jetzt kriegt die Fabrik wieder 50.000. Mir egal. Geld über... So, Sumpfpflanzen kriegt man doch hier bei diesen Nostrop-Dingern, glaube ich, weg, wa? War da nicht was? Ist jetzt mal falsch rum. Husch. Husch. So, und hinter der Handelsstation ist ja das Ding da. Wo wir die, glaube ich, loswerden. Naja, mal schauen. So, dann dorthin. Schalalala. Oh Mann. Sonnenblumenölraffinerie. In der teladianischen Sonnenblumenölraffinerie. Ja. 124. Was haben wir jetzt an Fracht an Sumpfpflanzen? 119. Sobald Sie grüne Positionslichter sehen. In der nächsten Folge muss ich mir einen Taschenrechner rausholen. Ja, wenn die jetzt hier rauskommen, bin ich gearscht. Andockmann. So, Andockmann. Wir wissen Bescheid. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sumpfpflanze. Rutsch. So. Sumpfpflanze, Verkauf. Gut. Dann gucken wir noch Nostropöl für 36.000. Nostropöl. Kann man da nicht meckern. Weil wir mit Nostropöl jetzt eigentlich auch nicht mehr handeln dürften, weil das ja für die
Chipfabrik ganz essentiell ist. Stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wo wir Chips brauchen. Brauchen wir die hier vielleicht schon? Kein Ziel. Aber hier in diesem Raketending? Oder in diesem Laser-Ding? Teladi handelt. Teladi Albatros. Sonnenkraft. Teladi. Beta ISE Laserschmiede. Alpha. Diese Laserschmiede stellt den weit verbreiteten Beta-Impulsstrahlen in. Hier ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Merkwürdig, merkwürdig. Aber was soll's. Lass es uns halt mal so gefallen hier. Andockmanöver. Über erfolgreich. Verbindung zum so. Örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Nostropöl verkauft. Und ja, Energiezellen 19.000, nicht 19 Dings. Ja, 243. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt ist das verbreitet. Jetzt kriegen sie Lithium los, ja? Gut, Lithium ist ja jetzt eh für unsere kleine, feine Fabrik zuständig. Wir können ja mal erstmal hier unten gucken. Hier ist er doch, da. Sonnenkraftwerk. Haben wir da wieder Geld? Da haben wir wieder Geld, herrlich. Lalalala. Hier ist der Sonne positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Schon dabei. Hallo? Sesam, öffne dich. Kadabra. Kadabra. Kadabra, Kadabra. Hm? Gut. Andockmanöver erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord des Sonnenkraftwerks. Und da wären Verbindung wir auch schon wieder. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Geld nehme ich. Geld überwiesen. Ja. Sonst nehme ich von dir eigentlich nichts, ne? Aber was hat man da? 12. Das ist jetzt auch nicht so viel. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Sehr schön. Naja Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play XP on the Frontier mit Schulle. Bis dahin, tschüss.